heutigen Hearthstone-Video werde ich wieder mal mit einem Basic-Deck spielen. Nachdem mit Standard und Wild sich wieder ein paar Leute mehr spielen und die auch nicht so viel Karten haben zum Deck bauen, werde ich eben mal wieder ein Basic-Deck spielen. Das Basic-Deck schaut natürlich ganz anders aus wie früher. Bin ja mittlerweile schon ein bisschen besser geworden und naja. Hab natürlich von anderen auch schon ein bisschen was gelernt. Die Mana-Kurve ist gut, hat ein bisschen Removal. Ich habe ein bisschen Card Draw und an Flächenschaden. Natürlich die Qualität der einzelnen Karten ist nicht unbedingt immer so toll. Zum Beispiel der Bloodfin Raptor ist natürlich einfach eine schlechte Karte. Es gibt viel bessere Karten. Allerdings sowas wie Frostball, Fireball, Water Elemental sind super gute Karten. Die hat man einfach auch schon am Anfang dabei. Ich hätte mir da ein bisschen einen aggressiveren Start vorgestellt. Ich hoffe, ich ziehe da jetzt nur einen Zwarer-Drop. Leider nicht. Dafür wenigstens aber die Coin. Ein Chillwind Yeti. Okay, Keto macht nichts. Ich hoffe mal, dass mit meinem Stärke 4 Yeti ein bisschen was rausfinden kann. Dann kriegst du mal eine Karte von mir. Okay, zumindest weiß ich gleich, was es gewesen ist. Bin ich froh. Sehr. Den mag ich nicht. Ja, frisst viel Schaden von mir. Der wird geschiebt. Die wird geschiebt. Es war eine sehr gute Runde für mich. Es hat ihm gerade sehr viel Schaden fressen lassen. Geht sie noch nicht ganz aus. We must cleanse the sun well. Jetzt andersrum tauschen sollen. Also mit dem. Ich mache jetzt noch ein bisschen extra Damage. Damit die nächste Mal Runde auch noch pingen kann. Vielleicht geht es vom Damage her aus. Ich habe 9, 10 Schaden dann, die ich aus der Hand machen kann. Wie gesagt, ich hätte mit dem Yeti traden sollen, dann hätte er 3 Hitpoints gehabt und ein Holy Nova überlebt. Aber es ist jetzt eh nicht notwendig. Okay, jetzt erst recht nicht. Okay, gut. In dem Fall habe ich nicht so einen tollen Start gehabt, aber der Gegner heute auch nicht.
Ein Bloodfang Raptor wäre natürlich schön gewesen, wenn ich gleich gehabt habe, hätte, aber es hat gut funktioniert. Wie gesagt, das Deck recht weit wird man nicht damit kommen, allerdings am Anfang ist es sicher nicht so schlecht und man kann ein bisschen drauf aufbauen. Einfach nur ein paar Karten nach der Reihe ersetzen, damit kann man schon ein bisschen was machen. Ja, ich hoffe, es war wieder mal ein interessanter Basic Deck zu sehen. Ciao und bis bald.